So, herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem Kanal PC Gaming Welt. Ich möchte euch hier mal so einen allgemeinen Überblick über mich, meine Projekte, meine Webseite und auch das aktuelle Projekt geben, damit ihr mal wisst, um was es hier geht. Mein Name ist Dominik. Ich baue oder tüftel an Computern seit, ich sag mal, 1992 etwa. Und habe damals angefangen, indem ich meinen Sega Game Gear gegen C64 getauscht habe. Damit hat das Trauerspiel begonnen. Und vom C64 ging es dann über ein 386, über ein AMD K62 und so weiter. Hat einfach nicht aufgehört. Ja, und heute habe ich meine Homepage, da stehen meine Projekte drauf. Natürlich nicht die von 1992, da habe ich keine Dokumentationen zu. Aber ich sag mal so, von, ich glaube, 2016 haben wir mit Green Beast, glaube ich, angefangen. War das erste Projekt, wo ich so dokumentarisch auch einiges festgehalten habe. Und ja, wenn ihr die Projekte sehen wollt, müsst ihr mal auf süßenbach.org gehen. Da findet ihr alles über die ganzen Projekte und auch über die Preise. Was Wasserkühlungen kosten und was ich so allgemein alles mal gebaut habe. Unter anderem auch das Simulator-Cockpit. War ein schönes Projekt, hat mich viele Stunden gekostet. Das müsst ihr euch mal angucken. Ist eine schöne Sache. Hat bei uns jetzt hier, ich weiß nicht, ein Jahr auf zwei seinen Dienst getan. Macht echt Spaß, wenn man so das Lenkrad direkt vor der Nase hat, die Knöpfe fürs Cockpit, alles beleuchtet und einfach nur drücken muss und dann tut sich im Simulator irgendwas. Das war mein Projekt, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat mir viel Kopfzerbrechen bereitet, gerade USB-Ansteuerung und ja, das alles synchron zu kriegen und sehr interessante Sache gewesen. So, das Projekt jetzt, Black Horizon 2020, wird das größte Projekt, was ich bisher gemacht habe. Ob das das kostenintensivste wird, weiß ich nicht. Denn wir hatten schon zwei Projekte und die richtig teuer waren. Das eine lag bei über 3000 Euro und ob wir da diesmal drankommen, boah, ich weiß nicht. Aber es wird auf jeden Fall sehr groß, sehr bunt und mit sehr viel Wasser. Und damit meine ich nicht nur einfach große Behälter, sondern auch, dass der Prozessor gekühlt wird, dass der Arbeitsspeicher gekühlt wird, dass die M.2-Festplatte gekühlt wird, die Grafikkarte wird auch gekühlt werden und das Ganze wird dann über 420er Radiatoren und in der Mitte über einen 360er Radiator wieder abgeführt, was die Wärme betrifft. Und ja, bunt wird es auch. Alles 5 Volt, adressierbares RGB. Gesteuert vom Rainbow 2, was der liebe Bernhard Baumgartner entwickelt hat, der jetzt leider aktuell krank im Krankenhaus liegt. An der Stelle gute Besserung. Und das ist eine tolle Steuerung,
die hoffentlich sehr gut ihren Dienst tut, weil es werden richtig viele Kabel verlegt. Wobei es mir beim Kabelmanagement graust wie immer. Ist eine tierische Herausforderung bei so vielen Kabeln. Aber eine schöne Herausforderung. Also das ist was, was ich gerne mache. Diese Basteleien und viele von den Teilen, um das System zu machen, die sind auch schon da. Einige China-Teile sind noch nicht da, zum Beispiel die Pumpen. Es werden Pumpen von Bixby verbaut. Und das ist ein erster Test, weil ursprünglich sollten es die EK Waterblocks Pumpen werden, die mir aber einfach zu teuer waren, bin ich ehrlich. Eine Pumpe 140 Euro. 140 Euro sind so erstmal nicht viel, aber wenn man dann hier 140, da 140, da 200, da 100 und so weiter, ne, dann wird das am Ende richtig teuer, das Projekt. Und deswegen habe ich mich da jetzt mal für die Bixky-Pumpen entschieden, um die einfach zu testen, denn ich hatte schon Thermaltake-Pumpen in den Fingern. Sehr gut. Also muss ich sagen, optisch nicht der Hingucker. Thermaltake-Pumpen sind kein Augenschmaus. Sind okay, aber nichts Besonderes, sage ich mal, bis jetzt. Und die Alpha-Cool-Pumpen, ja, was soll ich sagen? Alpha-Cool, die 655er-Pumpe, Dauerausfälle, kam ich gar nicht mit klar. Die 755er-Pumpe hat wenigstens 1,5 Jahre funktioniert. Dann ist die auch ausgefallen. War also auch nicht der Knaller und ich rede hier von 4 oder 5 Pumpen, die mir ausgefallen sind. Und die Probleme gab es bei Thermaltake nicht. Die baut man ein, die pumpt, die ist leise, die brummt nicht und die hat Kraft. Sind beides D5-Pumpen gewesen, Alpha Cool und Thermaltake, aber die Thermaltake hat am Ende das Rennen gemacht. Man muss ja auch gucken, dass das System mal dauerhaft läuft, denn man hat keine Lust, jedes Mal das Wasser wieder rauszumachen und die Pumpe zu wechseln, bloß weil da einfach schlechte Qualität rüberkommt. Ich muss dazu sagen, die Alpha-Cool-Pumpen, die waren natürlich zu dem Zeitraum damals auch, ich glaube, 40, 50 Euro billiger als Thermaltake. Am Ende ist es Thermaltake gewonnen, aber es gibt halt ein Sprichwort, ne? Wer billig kauft, kauft zweimal. Aber es muss nicht immer alles schlecht sein. Deswegen testen wir jetzt einfach mal die Bixky-Pumpen, weil wenn man denen gar keine Chance gibt, dann kann man da auch direkt eine teure kaufen. Ist eventuell glücklich, aber weiß nicht, dass die Bixky vielleicht auch funktioniert. So, das haken wir jetzt ab. Also, Black Horizon wird groß. Core P7, 10.900K, ein vernünftiges Mainboard von Gigabyte, Z490 Vision D. Netzteil wird wahrscheinlich um die 1000 Watt liegen. Da habe ich mich noch nicht festgelegt, welches. Eventuell ein Thermaltake Tough Power. Auch aufgrund der 5 Volt RGB-Steuerung wieder, weil da gibt es nicht viel Auswahl. Soll aber auch beleuchtet sein. Von daher, ich habe auch ein wassergekühltes Netzteil gefunden. Liegt dann aber bei knapp 500 Euro. Und kommt von daher, glaube ich, nicht in Frage. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so von den großen Systemen haltet, ob das was für euch wäre und wie viel Geld ihr so im Allgemeinen für euren PC ausgebt. Das würde mich mal interessieren. Egal, ob ihr Enthusiast oder Otto-Normalo-Verbraucher seid, der einfach abends mal eine Stunde zockt und das Ding dann wieder ausmacht und ignoriert. Mich würde mal interessieren, wie viel Geld gebt ihr, ich sag mal, pro Jahr für euren PC aus? Also,
wenn ihr einen PC kauft oder eine Tastatur auswechselt oder sonst was. Einfach Hardware. Was gebt ihr im Jahr an Euros für Hardware aus? In dem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis bald.